Dies ist die erste Folge meiner neuen Serie Zeitlose Videospiele. Hier stelle ich Spiele vor, die man auch heute noch problemlos spielen kann. Den Anfang macht Serious Sam. Ursprünglich erschien Serious Sam bereits im Jahr 2001. Hier stelle ich allerdings die etwas schönere HD Edition aus dem Jahr 2009 vor. Bis auf die bessere Grafik und kleinere Änderungen im Leveldesign sind die Spiele nämlich gleich. Eingebettet ist die aktuelle Version des Spiels im neuen Serious Sam Fusion, das Besitzer der HD Edition nun auch in ihrer Steam Library haben sollten. Das Besondere an Serious Sam ist, dass es sich auf das Kernelement eines Shooters konzentriert, nämlich das Schießen. Man braucht hier keinen Realismus, Story oder ausgefallene Rätsel wie bei Half-Life erwarten. Es geht darum, möglichst für jeden Gegner die richtige Waffe zu wählen und gut zu treffen. Die Auswahl wird im Laufe des Spiels immer größer. Yeah, baby! Die Durchschlagskraft natürlich auch. Now that's some serious firepower. Man muss ausweichen, viel rückwärts laufen und vermeiden zu sterben. Das Leben regeneriert sich nämlich nicht von alleine. Man muss Medikits einsammeln, um sich zu heilen. Außerdem gibt es Rüstung und natürlich überall verteilte Munition. Oh, yourself. Uh-oh. Manche Level sind offen und riesig, andere bestehen aus Gängen und Kammern. Es passiert aber regelmäßig, dass man in einen Bereich eingeschlossen wird und eine Horde Gegner besiegen muss, um weiterzukommen. Die kommen oft in Wellen, die immer stärker werden. Bei den Gegnertypen gibt es einige Abwechslung. Vom einfachen Soldaten über Selbstmordbomber, Skelette oder riesige Aliens, die mit Raketen oder Lasern auf uns schießen, ist alles dabei. Besonders in Erinnerung bleibt auch der bullige Stier, der mit hoher Geschwindigkeit auf einen zustürmt. Hier muss man schon sehr aufpassen, dass man da nicht umgemäht wird. Die Grafik war sowohl 2001 als auch 2009 nichts Besonderes. Die etwas grüneren Areale sind aber ganz hübsch. Dafür ist die Performance auch auf schwächeren Rechnern sehr gut und geht auch bei vielen Gegnern nicht in die Knie. Das gesamte Spiel, wie auch alle nachfolgenden Teile, lassen sich im Koop spielen, was natürlich mehr Spaß macht als alleine. Das Spiel kann etwas monoton werden, deshalb empfehle ich es, in kurzen Sessions zu spielen, wenn du einfach mal Lust hast, ohne nachzudenken, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Das war mein kleiner Überblick über Serious Sam. Die HD Edition gibt es bei Steam im Sommer- oder Winter-Sale öfter mal im Angebot. Von daher guckt es euch an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!